Meine Damen und Herren, liebe Freunde, herzlich willkommen in Sachsen, herzlich willkommen in Dresden. Wir gehören zu den Landesverbänden, die sich immer freuen, wenn wir den Besuch der Bundespartei haben. Wir bewerben uns regelmäßig um die Ausrichtung eines solchen Bundesparteitages. 10 Jahre hat es gedauert. Jetzt ist es wieder mal soweit. Es ist wirklich eine große Ehre, dass Sie heute bei uns sind. Wir machen das auch nicht ganz uneigennützig. Erstens glaube ich, dass das eine richtig gute Unterstützung ist, dass heute so viele Liberale hier mitten im Kommunalwahlkampf und im anstehenden Landtagswahlkampf in dieser Stadt sind. Und dann will ich auch ganz ehrlich sagen, wir sind natürlich auch kleine Angeber. Wir wollen Ihnen einfach zeigen, wie schön dieses Land, wie schön diese Stadt geworden ist. Deswegen herzlich willkommen hier. Schauen Sie sich um, es lohnt sich. Ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut, wenn ich dummerweise in diesem Jahr gewählt werden müsste. Das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, aber jetzt ist es nun mal so. Wir haben in diesem Jahr Landtagswahlen und wir müssen zuerst ins Feuer. Und diese Situation, vor der wir stehen, die gab es ja in der Geschichte der Bundes-FDP noch nie. Noch nie musste ein Landesverband ohne den Flankenschutz einer Bundestagsfraktion in die Schlacht ziehen. Und das ist neu. Wir alle wissen nicht, was das bedeutet. Die Erfahrung sammeln wir jetzt. Ich kann dann am 1. September einen Erfahrungsbericht drüber schreiben und das weitergeben. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, wie es werden wird. Und für alle ist das für uns eine völlig neue Situation. Die erste Landtagswahl findet also am 31. August hier in Sachsen statt. 2 Wochen später wählen dann unsere Freunde in Brandenburg und in Thüringen. Und ich möchte eines aber unseren Freunden in Erfurt und in Potsdam versprechen. Liebe Parteifreunde, wir in Sachsen werden es nicht versauen. Das verspreche ich Ihnen. Die Herausforderung ist riesig. Deswegen möchte ich auch schon jetzt all den vielen, auch hier im Raum, danken, die versprochen haben, uns in diesem Wahlkampf zu unterstützen. Wir haben einen ganz großen Zuspruch diesmal bekommen, viel mehr als sonst. Und auch ein großes Dankeschön an diejenigen, die es schon tun. Die Herausforderung ist groß und ich weiß, dass wir, wenn wir Erfolg haben wollen, in diesem Jahr zu Riesen werden müssen. Ich wurde gerade erst frisch vermessen. Meine Hausärztin hat mich auf 1,95 Meter taxiert. Das war ein Schock für mich, denn im Vergleich zum letzten Mal bin ich um 1 Zentimeter geschrumpft. Altersbedingt wahrscheinlich. Aber ich verspreche Ihnen eins, diesen Zentimeter hole ich mir in diesem Wahlkampf zurück. Den hole ich mir zurück. In Sachsen geht es nicht nur um die schützende Hilfe für diejenigen, die nach uns wählen, sondern Carsten Biesock hat es gerade schon gesagt, auch Uwe Barth. Es geht um die Verteidigung von Schwarz-Gelb. Es geht vor allem darum, möglichst zeitig vor der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2017 zu zeigen, dass diese FDP in der Lage ist, auch wieder Wahlen zu gewinnen, meine Damen und Herren. Und das haben wir vor. Das soll hier bei der nächsten Landtagswahl bereits beginnen. Und wir wollen die letzte schwarz-gelbe Bastion in Deutschland verteidigen. Sie werden es mir nachsehen, ich halte das immer noch für das zukunftsfähigste und beste Regierungsbündnis, was einer FDP offensteht. Wir beweisen das hier in Sachsen Tag für Tag seit vielen Jahren. Und wir wollen, dass diese Regierungsoption auch in Deutschland eine Zukunft hat. Wir wollen nicht zulassen, dass es mit hier in Dresden dann endgültig verschwindet und man überhaupt nicht mehr über diese Option spricht. Auch das ist ein Ziel von unserer Landtagswahl, meine Damen und Herren. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sein, und ich sehe das ganz nüchtern, die Gefahr des Scheiterns besteht. Und es ist noch nicht mal unwahrscheinlich, dass wir scheitern, meine Damen und Herren. Ganz, ganz viele in diesem Land, ganz, ganz viele auch Berichterstatter haben gerade die FDP in Ostdeutschland wieder einmal abgeschrieben. Das kennen wir ja schon eine ganze Weile, ist nicht neu. Wir haben eine einmalig ungünstige Situation in Berlin, das wissen wir. Wir haben einen Zeitgeist, der für liberale Ideen gerade nicht so tickt. Es ist schwierig. Und wir haben hier in Sachsen einen schier übermächtigen Koalitionspartner. Egal, wo Sie hinschauen, hier ist alles schwarz. Schauen Sie unter den Tisch, schwarz. Die meisten Anzüge in dem Raum, schwarz. Alles schwarz. Und wir wissen, meine Damen und Herren, wie es kleinen Koalitionspartnern neben einer Union immer geht. In der Regel
sind die in den letzten Jahren immer über die Wupper oder sagen wir es klarer, über den Rhein, den Main, über die Isar oder über die Spree gegangen. Und das gerade hier an der Elbe anders geschehen zu lassen, meine Damen und Herren, das wird ein Kraftakt und das wird eine schwierige Aufgabe. Es scheint ein politisches Naturgesetz zu sein, dass der Große immer den Kleinen frisst. Und der große Schwarze hat einen unbändigen Appetit, meine Damen und Herren. Und wir sind ja auch so verdammt lecker. Das muss an dieser Stelle gesagt sein. Aber da haben die Rechnung ohne uns gemacht. Wir wissen nämlich um diese Gefahr. Wir wissen genau, dass das Schicksal ist, was die Vorsehung für uns vorgesehen hat. Und genau deswegen, meine Damen und Herren, werden wir das ändern. Wir sehen dem schwarzen Riesen ganz fest und ganz gelassen ins Auge. Und wir sind flink und wir sind hier in Sachsen verdammt zäh und verdammt stur, lieber Philipp Röser, du kennst das. Genau deswegen wird es hier anders sein als woanders. Liebe Freunde, ich will Sie nicht mit Geschichten aus der sächsischen Provinz langweilen, deswegen nur ganz kurz in der Zusammenfassung. Die meisten von Ihnen wissen das, dass wir hier schon sehr, sehr lange, eigentlich seit Ende 1999, einen sehr, sehr eigenen Weg gehen. Wir haben mal versucht, ihn so zu beschreiben, indem wir den Liberalismus ins Sächsische übersetzt haben. Ist ein lieblicher Dialekt, ist auch sehr erfolgversprechend, hat in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Wir regieren hier in der CDU, mit der CDU zusammen sehr erfolgreich. Wir haben eine richtig gute Leistungsbilanz. Warum? Weil wir Wort gehalten haben. Wir pflegen hier das zu tun, was wir vorher ankündigen. Und ich bin auch stolz darauf, dass diese sächsische FDP Koalitionspartner durchsetzungsstark ist. Denn es geht nicht nur darum, etwas zu versprechen, sondern ich muss es am Ende auch tun. Und das gilt gerade auch für eine FDP. Wir haben ganz große Dinge geschafft. Diese unsägliche Schulschließungspolitik, die natürlich in jedem Land ein Ärgernis ist, haben wir in Sachsen als FDP gestoppt. Wir kämpfen gemeinsam mit sämtlichen Bürgerbewegungen, die wir im Freistaat haben, gegen diese schlimme Verunschandlung, Verspargelung unseres Landes mit Windkraftanlagen. Das ist ein Hauptthema. Das sind wir auf der Seite der Bürgerinitiativen. Und dass man in Deutschland inzwischen auch wieder seine schönen alten Heimatkennzeichen ans Auto machen kann. Ja, die Initiative ist hier im Sächsischen Landtag entstanden. Das kann man jetzt überall. Wir kümmern uns auch um die kleinen Dinge, weil manchmal fängt genau dort auch schon Heimat an, meine Damen und Herren. Wir hauen uns in der Koalition nicht permanent gegenseitig in die Pfanne. Ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept. Wir sind nach wie vor alle Landtagsabgeordneten keine Berufspolitiker, sondern sind immer noch mit einem Fuß in den Berufen, die wir vorher gelernt haben. Und wir spenden schon seit Ende 2004 immer die jeweils letzten Diätenerhöhungen für soziale Zwecke. Hier liegt ein Flyer rum, FDP hilft. Schauen Sie sich mal an, ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Und wir haben hier eine einzigartige kommunale Basis. Wie die FDP kommunalpolitisch sowieso stark ostdeutsch spricht, wir haben immer noch in Sachsen mehr Bürgermeister als SPD, Linke und Grüne zusammen, wobei die Grünen nicht einen einzigen haben. Es klingt aber besser, deswegen sage ich es. Und ich glaube, wir sind hier in Sachsen sehr markant. Wir leisten uns eine eigene Meinung, auch wenn sie nicht populär ist und auch wenn wir damit anecken. Nur ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich jedem gefallen hätte wollen, dann wäre ich doch niemals in die FDP gegangen, sondern wäre ich zur CDU oder zur SPD, zu einer großen Volkspartei. Das können die besser. Wir gehen in die Partei, wo wir Haltung zeigen, meine Damen und Herren. Und wie gefährlich das ist, wenn wir auch jedem gefallen wollen, haben wir in den letzten Jahren ja hin und wieder gemerkt, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir hier ganz gut zu Land und Leuten passen. Und ich weiß, dass wir im Wahlkampf brennen werden, denn wir kommen aus der APO und weil wir wissen, wie das ist, wollen wir dort nie und immer wieder hin zurück. Das ist ein blöder Ort, der gefällt uns nicht, der Kreis soll sich nicht schließen, meine Damen und Herren. Also müssen wir es schaffen, ganz klar. Wir werden dafür, das kann ich Ihnen versprechen, alle Register ziehen. Selbst ich in meinem fortgeschrittenen Alter tue Dinge, die ich vor ein paar Monaten noch nicht für möglich gehalten hätte. Aber ich stelle mich natürlich mit ganzer Kraft in den Dienst meiner Partei. Ich habe noch mal Neuland betreten und bin seit Anfang dieses Jahres bei Facebook.
Selbst das mache ich. Aber, liebe Freunde, gestatten Sie mir bitte noch einen zweiten Gedanken. Und das deswegen, weil wir in diesem Jahr 25 Jahre friedliche Revolution feiern. Sie sind hier in Sachsen, Sie sind im Land der friedlichen Revolution, genau hier in Leipzig, im Plauen und in Dresden hat das alles begonnen. Und gestern Abend war in Dresden die Auftaktveranstaltung und auch, weil Hans-Dietrich Genscher heute bei uns zu Gast ist. Wir haben uns in Sachsen entschieden, in absehbarer Zeit wieder zu den besten Bundesländern in Deutschland gehören zu wollen. Wir wollen dorthin, wo der Freistaat Sachsen schon mal gewesen ist, vor dem Krieg, und da standen wir an der Spitze, meine Damen und Herren. Wir sind hier im Osten nicht als Bittsteller geboren. Wir sind keine Handaufhalter, meine Damen und Herren. Wir sitzen nicht in der Fußgängerzone von München, Stuttgart oder Wiesbaden und betteln um Almosen, meine Damen und Herren. Wir haben uns in Sachsen entschieden, nicht den Weg zu gehen, den viele SPD-regierte westdeutsche Bundesländer gegangen sind, nämlich auf Dauer am Tropf der starken Länder zu hängen. Wir wollen selbst zu einem der stärksten Länder in Deutschland werden, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass das dauert. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Es ist eigentlich auch egal. Wichtig aus liberaler Sicht ist für mich, dass man das Ziel hat, dass man sich nicht zufrieden mit etwas zusammenstellt, sondern dass man sagt, wir machen uns auf den Weg, wir wollen es probieren. Und ob es dann 10 Jahre, 15 Jahre oder auch 20 dauert, ist egal. Wir wollen in absehbarer Zeit Geberland werden. Das ist unser Ziel. Das ist das sächsische Selbstbewusstsein, meine Damen und Herren. Genau deswegen stellen wir, seitdem die FDP in Sachsen mitregiert, auch die Weichenstellung entsprechend. Wir haben die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer. Wir haben inzwischen auch ein Neuverschuldungsverbot in der sächsischen Verfassung verankert, übrigens ein sehr hartes. Wir legen das Geld für die Pensionslasten der Staatsdiener schon heute zurück, das nennt sich Generationenfonds. Wir verbeamten ganz, ganz wenig, zahlen auch schon längst kein Weihnachtsgeld mehr und haben mit 18% die mit Abstand höchste Investitionsquote aller Bundesländer. Und wir haben, und darauf bin ich stolz, alles Geld, was wir dankenswerterweise aus dem Westen bekommen haben, zweckgenau für die Veränderung unserer Infrastruktur, unserer Strukturen eingesetzt, meine Damen und Herren. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Land zum Aufsteiger werden kann, meine Damen und Herren. Trotzdem, und diesen kritischen Satz will ich heute ruhig mal, auch weil wir im Wahlkampf sind und ein bisschen nach vorne schauen müssen, in den Raum senden. Trotzdem ist noch viel zu tun und ich mache mir ganz ehrlich Sorgen um die Dynamik des Aufholprozesses der ostdeutschen Region. Ich sage es ganz offen, wir werden inzwischen im Osten von der Bequemlichkeit des Westens erdrückt. Die Wohlstandsgesellschaft und ihre Selbstzufriedenheit lähmt ein Aufsteigerland wie Sachsen. Ganz entscheidend, meine Damen und Herren, so werden wir nicht nach vorn kommen. Es mag für den einen oder anderen, der den Osten nicht so gut kennt oder der Jüngeres, ketzerisch klingen. Aber das begründet auch zum Teil die Debatten, die wir in den letzten Parteitagen hier geführt haben. Sie glauben gar nicht, wie viel DDR inzwischen in dieser Bundesrepublik drinsteckt. Es ist zu viel und es wird immer mehr. Und eines steht fest. Mit sozialistischen Rezepten schafft es Deutschland nie und mit sozialistischen Rezepten kommt der Osten nie auf Augenhöhe mit den erfolgreichen westdeutschen Bundesländern, meine Damen und Herren. Der Mindestlohn ist Gift. Gift für dieses Land und besonders Gift für Ostdeutschland. Ich frage mich heute, auch unter dem Eindruck des Wahlergebnisses aus dem September, wie wir überhaupt nur Zweifel zulassen konnten. Ein klares Nein zum Mindestlohn wäre das Richtige gewesen zu aller Zeit. Wir in Sachsen sagen es immer und Sachsen wird auch einem Mindestlohn nicht zustimmen, weil wir mitregieren. Mietpreisbremse genauso in Unsinn. Rente mit 63, brauchen wir nicht drüber reden, macht der Bundesvorsitzende da mit Sicherheit auch nochmal
Energiewende, meine Damen und Herren. Wenn Sie wissen wollen, was Planwirtschaft war, das ist es gewesen, dieser Unsinn Energiewende. Niemals hätten wir dieser Energiewende zustimmen dürfen, meine Damen und Herren. Wobei es nicht ganz stimmt, die Energiewende ist was Besonderes, nämlich die Energiewende ist Planwirtschaft ohne Plan. Das gab es noch nicht mal in der DDR. Dafür hat es gebraucht, bis Frau Merkel Kanzlerin in diesem Land wird. Und wir leben in einem Land, was von einem tiefen Misstrauen, zunehmendem Misstrauen gegenüber seinen Bürgern, gegenüber den Menschen geprägt ist. Wir leben inzwischen in einer Bevormundungskultur, die wir gerade von der Großen Koalition bekommen. Meine Damen und Herren, die schwimmen dort im Geld. Das ist nicht den hier Geld, das ist das Geld der Berufstätigen, das ist das Geld der Unternehmen. Und obwohl die im Geld schwimmen, sind die immer noch nicht in Lage, ein kleines Signal der Entlastung der Berufstätigen Mitte zu geben. Wenigstens jetzt wäre es doch an der Zeit gewesen, die kalte Progression zu korrigieren. Ich wünsche mir noch viel mehr. Das Thema Steuersenkung muss ein Thema bleiben. Und wir sollten es uns als FDP wieder groß auf die Fahne schreiben, sonst macht es keiner. Wir haben in Sachsen viele Weichen gestellt, vor allem mit unpopulären Entscheidungen, weil wir das Geld, was wir bekommen haben, nicht einfach verfrühstückt haben, sondern weil wir den Mut hatten, auch große Demonstrationen hier vom Landtag und sowas auszuhalten. Aber wir werden diesen Lohn für diese Weichenstellung nur dann ernten können, wenn man uns mehr Gestaltungsspielräume lässt, meine Damen und Herren. Ein Gründerland, ein Aufsteigerland wie das unsrige braucht nun mal andere Regeln als ein Erbenland. Wir müssen unser Land anders aufbauen als eine Wohlstandsgesellschaft in Bayern oder in Baden-Württemberg. Bitte gebt uns die Freiheit, es hier so machen zu können, wie wir es für richtig halten. Und da schließt sich der Kreis tatsächlich. Für mich ist das inzwischen wieder ein bisschen wie 1989. Es ist ein bisschen wie 1989. Wir müssen wieder um mehr Freiheit in diesem Land, in dieser Bundesrepublik Deutschland kämpfen, meine Damen und Herren. Wir wollen, dass es auch in Deutschland möglich ist, Unterschiede zuzulassen. Ich halte überhaupt nichts, wenn alles gleich ist. Es sollte gleichwertig sein, aber nicht gleich. Wir leben hier nun mal anders als in anderen Regionen. Wir brauchen vieles von dem, was Sie für ein Segensreich halten, nicht. Ich brauche nicht die Bürokratie, ich brauche die Vorschriften nicht. Wir sind ja flexibler, ich muss es nur nutzen. Lassen Sie uns machen. Wir wollen mehr Freiheit, wir brauchen mehr Freiheit, nicht mehr Geld. Um Freiheit geht's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.